Also wir waren in Römer 3, wir erinnern uns, den Juden ist anvertraut, was Gott geredet hat. Aber ich möchte eingangs noch mal beten. Herr Jesus, wiederum herzlichen Dank für den Ratschluss deines Wortes. Wir müssen nicht Angst haben, wenn wir dein Wort aufschlagen. Du weißt, wie viel Verfolgung es gibt, wie viel Hass gegen dich und dein Wort. Wir dürfen immer noch diese Segnungen des auslaufenden Evangeliums, dürfen uns daran erfreuen, dass dieses Land doch mal eine Reformation hatte und die Menschen deinen Ratschluss erkennen durften, und es ist manch Gewaltiges geschehen. Und Herr, wir bitten dich, dass wir durch dein Wort gestärkt werden, Zusammenhänge erkennen dürfen und wachsen in der Gnade. Amen. Also, wie ich schon sagte, der Jude hat das Vorrecht, er hört den Ratschluss Gottes von Kindesbeinen an, er hat das Vorrecht, Kinder von Pastoren, Missionaren und so weiter, dass sie schon in jungen Jahren diesen Schritt tun dürfen. Und gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugend, sagt das Buch der Prediger. Und dann hier, das lesen wir jetzt mal einfach so vor, dass aber etliche nicht treu waren, was liegt daran, sollte ihre Untreue Gottes treu aufheben, das sei ferne. Das ist eines der meistgebrauchten Worte des Paulus, ein Optativ im Griechischen. Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen Lügner. Wie geschrieben steht, auf dass du gerecht erfunden werdest in deinen Worten und obsiegest, wenn man mit dir rechtet. An dieser Stelle habe ich oft denken müssen, weil jetzt es immer mehr als eine Art Selbstverständlichkeit betrachtet wird, Homosexualität ist normal. Und es erklärt praktisch, wo man hinkommt, man hat kaum noch Aufstiegsmöglichkeiten, in der Politik schon gar nicht, wenn man ein Fragezeichen zu dieser Lebensform macht. Und da muss ich öfters an denken, selbst wenn die ganze Welt erklärt, es ist das Normalste der Welt, es bleibe vielmehr so, Gott allein ist wahrhaftig, alle Menschen sind Lügner. Also kein positives Menschenbild. Ich sage das jetzt zur Auflockerung. Wer kennt den Namen Heinrich Heine, die Spottdrossel im deutschen Dichterwald? Ja, ihr musstet ja das Gedicht der Die Weber auswendig lernen in der DDR, weil da Gott verflucht wird. Obwohl er ja dann eine Umkehr hatte. Zwar nicht zu Jesus, aber zum Judentum. Er sagt, ich bin zurückgekehrt wie der verlorene Sohn zum Vater, nachdem ich mehrere Jahre mit den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Heinrich Heine. Und da gibt's so ein Gedicht von ihm, das ist auch sehr positives Menschenbild. Anführungszeichen, Gott gab uns nur einen Mund, weil zwei Mäuler ungesund. Mit dem einen Maule schon frisst zu viel der Erdensohn, nee, spricht zu viel der Erdensohn. Wenn er doppelmäulig wäre, fress und löger noch viel mehr. Hat er jetzt das Maul voll Brei, muss er schweigen unterdessen. Hätte aber Mäuler zwei, löge er sogar beim Fressen. Also sehr positives Menschenbild, ja. Von, da wurde ich erinnert, Heinrich Heine, alle Menschen sind Lügner. Mir hat ein Sohn eines Missionars erzählt, das muss in den 90er Jahren gewesen sein, weil heute ist so eine Frage ist ja schon ein halbes Todesurteil, sage ich etwas übertrieben. Da hat ein Journalist eine Moderatorin gefragt, glauben Sie wirklich, dass Sie die Leute überzeugen können, dass Homosexualität normal ist? Und dann war die Antwort, die habe ich mir gemerkt, wie jetzt die einzelnen Personen und so weiter. Die Antwort war, wir haben es in der Frauenfrage geschafft, also werden wir es auch in dieser Frage schaffen. Und das habe ich immer weltweit beobachtet. Ich war ja auf allen Kontinenten. Wenn man da kippt, dann dauert es nur ein paar Jährchen. Erst waren ja auch die Baptisten, die dann 1991 oder was die Frauenordination eingeführt haben. Und jetzt ist Homosexualität normal und so weiter und dergleichen. Wenn ich sage, die Baptisten, gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen und gilt nicht für alle. Und wenn ich denke, was das für eine begnadete Bewegung war, und ich war selber in Wien in der Baptistengemeinde,
Okay, also es bleibe vielmehr so, Gott allein ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Und jetzt zitiert er Psalm 51, das ist der berühmte Bußpsalm des David nach der Affäre mit der Bathseba, auf dass du gerecht erfunden werdest in deinen Worten und obsiegest, wenn man mit dir rechtet. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt? Was wollen wir sagen? Ist dann Gott nicht ungerecht, wenn er über uns zürnt? Ich rede so nach Menschenweise. Das erferne, wie könnte Gott sonst die Welt richten? Und dann geht er ein auf ein Argument, wo Leute eigentlich die Gnade Gottes verhöhnen. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seinem Preis, warum sollte ich dann doch als ein Sünder gerichtet werden? Sollten wir es dann nicht vielmehr so halten, wie wir verlästert werden, dass wir einigen Lästerung sagen und wie etliche vorgeben, dass wir sagen, lasst uns Übles tun, auf das Gutes daraus hervorkomme. Deren Verdammnis ist ganz recht. Also Leute, die spotten und sozusagen die Gnade Gottes verbal missbrauchen. Schaut, wir haben in Lukas 7 einen tragischen Satz. Übrigens, ihr wisst, um diese Zeit nach dem Mittagessen ist der Stoffwechsel, der Metabolismus im Minimum. Und ich würde einschlafen. Also, man sollte nicht so laut schnarchen, weil die anderen wollen auch schlafen. Ja? Also von daher habe ich fast mit, ich werde wahrscheinlich nicht einschlafen, nachdem ich hier zu verkündigen habe. Und mal schauen, ob wir das hinkriegen. Wir lesen in Lukas 7, Vers 29, und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes, eine Taufe zur Buße. Ein Mensch, der Buße tut, gibt Gott die Ehre. Und jetzt, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von ihm taufen. Und wenn Gott dir anbietet, weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Buße führt, wir verachten, was Gott uns gegeben hat. Dafür haben wir sie, dass wir Buße tun. Und die Bibel sagt ja in das genaue Gegenteil von Josef Prinz, der sagt, du brauchst nicht mehr Buße tun nach deiner Bekehrung und Gott vergibt dir sowieso die berühmte billige Gnade. Der Herr sagt der Gemeinde zu Laodicea, sei fleißig und tue Buße. Also diese Herzenshaltung, dass du Gott die Ehre gibst und dich nicht selber verteidigst. Und ihr kennt ja den Unterschied, dieses berühmte Zitat von Bonhoeffer, der Unterschied zwischen der billigen und der teuren Gnade. Die billige Gnade rechtfertigt die Sünde und die teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Und die hat Gott das Leben seines Sohnes gekostet. Und das haben wir heute, die billige Gnade. Das sagt, was, du bist homosexuell, kein Problem, völlig normal und so weiter, gern gesehen, darfst Ältester alles möglicher werden. Das ist die falsche Kirche, die verkündigt die billige Gnade. Sie rechtfertigt die Sünde und nicht den Sünder. Und ihr seht, ich bin lebendes Fossil. Also in manchen Kreisen so zu reden, ist jetzt, hier traue ich mich das noch, aber dann hat man ja die Leute diskriminiert, ja. Und es hatte diese Päivi Räsänen, diese finnische ehemalige Innenministerin, ja eigentlich nur gewollt, weil sie wirklich eine gläubige Frau ist und gehörte zur finnischen lutherischen Kirche. Und da hat sie dann nur darauf hinweisen sollen, die Kirche sollte nicht bei der Gay Parade mitmachen und hat Bibelverse ins Internet gestellt, unter anderem auch Römerbrief, und geht jetzt in dritte Instanz wegen Volksverhetzung oder was, ja? Also die Zeiten sind vorbei. Die Toleranten werden sehr intolerant. Und hier sehen wir also, wie Paulus das aufgreift, wenn Leute spotten über die Gnade Gottes, wie dann nur Gericht kommt. Es kommen die Spötter am Ende der Tage. Und jetzt bündelt er zusammen, ab Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorzug? Wir,
die Juden. Er redet jetzt, nimmt sich selbst hinein. Jetzt kommt die Zusammenbündelung. Warum er sich nicht schämt? Haben wir hier einen Vorzug? Gar keinen. So wie Kind aus frommem Elternhaus. Vom Standpunkt der Schuld und dass es sich bekehren muss, hat keinen Vorteil gegenüber irgendeinen Heiden. Wir müssen genauso zum Kreuz kommen, Buße tun und sozusagen unseren Schuldbrief abliefern und vor Gott kapitulieren. Und der Herr sagt eben, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Und er meint nicht, dass es Gerechte gibt, aber solche, die denken, sie brauchen das nicht. Und jetzt legt er los. Wie denn geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Also die Bibel ist vom Standpunkt der Gleichstellung aller Menschen sozusagen an vorderster Front, schon seit der Antike. Weil die Gleichheit aller Menschen, das ist ja die UNO und die EU und das ist ja eine große Gleichmacherei. Und ich mache hier eine kurze Klammer auf. Gott gibt jedem Menschen einen Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und Name ist Person. Person ist ja ein lateinisches Wort. Die Bibel wurde hebräisch und griechisch geschrieben. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, das heißt nicht die Formel, sondern als Person. Und der Teufel gibt jedem eine Zahl und jedem dieselbe. Der macht sie alle gleich. Das ist auch das Programm von dem Selbstbestimmungsgesetz. Mann und Frau, das ist nur Ergebnis von Erziehung. Also wenn man sowas sagen kann, da stockt einem ja fast der Atem. Die zwei Organe von Mann und Frau, die sich am meisten unterscheiden, ist das Gehirn. Total anders vernetzt. Also Gott gibt jedem einen Namen und jeden einen anderen Namen. Gott hat da, und der andere macht alle gleich. Wir haben jetzt die große Gleichmacherei. Also die Frau hat dieses schmückende Element. Meine Frau sagt zu mir öfters, also du musst ein armes Leben haben. Siehst du nicht die schönen Blumen? Ja, jetzt wo du sagst, ja. Und hast nicht gesehen, wie ich das doch. Und für sie ist das Bereicherung. Und da ist hier eine Komplementarität, wo sich Mann und Frau wirklich helfen, unterstützen. Und die Frau hat Fähigkeiten, die der Mann nicht hat. Und umgekehrt. Und das sollte ein Duett und kein Duell sein. Und das wird ja jetzt alles zerstört. Wir erleben jetzt den Großangriff zur Zerstörung der Familie. Man kann nachlesen bei dem Freimaurer Fichte, ein geistiges Kind von Immanuel Kant, der sagte schon am Ende des Anfang des 19. Jahrhunderts, die beiden Grundübel der Gesellschaft sind Privateigentum und Familie. Und das Privateigentum wollen sie mit dem Kommunismus einebnen und Familie mit dem Genderismus und so weiter. Aber das jetzt am Rande. Aber hier ist die Bibel sozusagen der oberste Gleichsteller. Keiner ist gerecht. Alle sind vor Gott gleich. Keiner ist ohne Schuld. Und versteht ihr jetzt, warum Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Das braucht jeder. Mein Evangelium ist die Antwort für die Rassenfrage, für die Geschlechterfrage, auch für die Umweltfrage und so weiter. Und wie Francis Schäfer sagte, anhand der Stelle, sie haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes. Römer 1, Vers 23, sie haben alles verkehrt. Und das Geschöpf hat dann auf einmal sich den Schöpfer zurechtgebastelt. Und sie haben verkehrt die Beziehung zu Gott, sie haben verkehrt die Beziehung zu untereinander, in der Geschlechterfrage und dann pervertiert und auch in der Schöpfungsfrage. Und die Antwort auch für die Probleme der Umwelt und so weiter ist das Evangelium. Denn dort, wo Menschen sich echt bekehren, hört die Verdreckung auf. In Indien, das kann man dann sehr gut sehen, es ist ja eine schmutzige Religion mit ihren Millionen Gottheiten. Und wenn man in Häuser kommt von echten Gläubigen, die sind sauber. Und bei den anderen, da ist Schmutz, einfach Schmutz. Nicht so stark wie bei Moslems und anderen und anderen Hindus und so weiter. Und der Herr sagt, du blinder Pharisäer, reinige erst in Matthäus 23 das Innere, dann wird das Äußere auch rein. Und wie C.S. Lewis es gesagt hat, greif nach der Erde und du verlierst Himmel und Erde. Greif nach den Himmel und du gewinnst Himmel und Erde. Und wir wollen ohne Gott jetzt die Welt verbessern.
und wir installieren den Untergang. Also, dass keiner der gerecht ist, auch nicht einer. Das ist auf dem ersten Moment erschreckend. Und es gibt natürlich Unterschiede. Aber vom Maßstab Gottes her. Und auch Salomo in seinen Gebeten. Es ist kein Mensch so gerecht, dass er nie fehlen würde. Und David, Psalm 19, wer kann wissen, wie oft er fehlt, vergib mir die verborgenen Sünden. Dass keiner, der verständig sei, dass keiner nach Gott frage. Das ist hier die Verse 10 bis 12, die Charaktersünden. Dass keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ja, vom menschlichen Maßstab war dann Mahatma Gandhi und ein Albert Schweitzer einer der schlimmsten Bibelkritiker übrigens. Und das sind andere, die setzen sich ein und auch Mormonen und Gutes, aber vom Maßstab Gottes her, wie Jesaja sagt, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Jetzt die Sprache hier, die Verse 13 bis 14. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich, Otterngift ist unter ihren Lippen. Und das heißt ja dann mehrmals in den Psalmen, ihre Worte sind salbungsvoll und ihre Lippen sind doch gezückte Schwerter. Die humanistische Illusion, wenn einer eine schöne Stimme hat und lieb aussieht und nett aussieht und lockige Haare und schön singen kann, dann muss ein guter Mensch sein. Da hausen die Drachen. Der Tag, an dem Gott das Verborgene richten wird, da hausen die Drachen. Wenn jemand kommt mit den guten Kern, so viele auch jetzt durch die Mystik, wir haben einen unverletzlichen guten Kern. Das ist Gnosis. Römer 7, Vers 16, glaube ich. Ich weiß, sagt Paulus, in mir, in meinem Fleische wohnt nichts Gutes. Vers 18, denn ich weiß, in mir wohnt nichts Gutes. Also das ist viel zu negativ. Ihre Füße sind einem Blut zu vergießen. Das wird immer aktueller. Wer hat den Namen Pol Pot gehört? Also von der Jugend kennt so gut wie keiner mehr Pol Pot. Von der Schlechter von Kambodscha. Und das war der schlimmste Völkermord der Neuzeit. Ich wäre lieber in den Händen der SS gewesen, als Jude, als Kambodschaner in den Händen von Pol Pot seinen Schergen. Und unser jüngster Sohn lebt in Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha, und wir waren deswegen auch mehrmals dort, und da gibt es das Genozidmuseum Tuol Sleng. Und da war der Reiseführer und dann sagte er, er ließ den Kopf hängen, er sagt, es ist mir peinlich, Ihnen das als Kambodschaner zu sagen, warum hat Pol Pot, das war ein Schüler von Mao Zedong, warum hat er so viele Menschen umgebracht? Und dann stand er hilflos da. Und sagt, ich weiß es nicht. Und er sagt, man findet immer noch Killing Fields. Man ist jetzt bei 603. Er hat von 8 Millionen Einwohnern 3 Millionen umgebracht. In Friedenszeiten. Und die Welt hat zugeschaut. Und dieselben Linken, die solange der Vietnamkrieg war, ständig auf der Straße waren die bösen Amerikaner und dann wurde vor unseren Augen ein Volk abgeschlachtet. Kein linker Heuler mehr zu sehen. Also Kambodscha fiel am 17. April 1975 und ich habe das Buch gelesen, das Massaker von John Barron und Anthony Powell über die Tragödie von Kambodscha. Ich war fertig. Ich habe geheult. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in dieser Folterzentrale Tuol Sleng sein kann. Ich bin dann auf ihn zugegangen und habe ihm unter anderem diesen Vers gezeigt. Ihre Füße einem Blut zu vergießen. Und davon hört man nichts.
Die jungen Leute, ja, über Adolf wissen sie natürlich alles und die bösen Nazis und der Holocaust und so weiter. Hast du mal von Pol Pot gehört? Funkstille. Und man hat den Eindruck, es gibt böse Massenmörder und es gibt gute Massenmörder. Und die müssen wir eben toleranter behandeln. Und die meisten Leichen im Keller haben die Leute, die uns ständig vor rechts warnen. Und da sagt der Augstein damals, der Herausgeber des Spiegels, wer als erster mit Kapitalverbrechen begonnen hat, ist ja noch die Frage. Jedenfalls 1928, da gab es noch keinen Hitler an der Macht, war es Stalin. Und dann hat er ja die Ukraine dann eben zwangskollektiviert und verstaatlicht und da haben sich grauenhafte Szenen abgespielt und 3 Millionen sind damals verhungert und so weiter. Mütter haben Fleisch ihrer Kinder gegessen. Grauenhaft! Davon hört man nichts. Ihre Füße einem Blut zu vergießen. Leider hat es die Geschichte bewiesen. Man hätte glauben können, vor 100 Jahren, wo das Christentum sehr viel Einfluss hatte und Humanismus, dass der Mensch doch nicht so schlimm ist. Man hätte sich das nicht vorstellen können. Und viele leugnen es ja immer noch und so weiter. Und jetzt, wie geht's weiter? Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Verleumdung. Es gab ja bei Erich Mielke, Stasi, die Abteilung für Desinformation. Das ist denen nicht schwer gefallen, Lügen auszustreuen und so weiter. Mit Dreck zu bewerfen, irgendwas bleibt dann schon hängen. Also so sieht aus, der gefallene Mensch. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Herzeleid. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Ich habe mich immer so geärgert über die Friedensbewegung. Ich habe dann auch Frommen, die da mitmachten und müssen ja was tun, Jahrzehnte her, damals noch wegen der ganzen Nachrüstung und so weiter. Denkt im Vers gesagt, den Weg des Friedens wissen sie nicht. Und das mag gut gemeint sein, aber die Definition eines Pazifisten, wie jemand mal gesagt hat, ist, ein Pazifist kämpft gegen alle, ausgenommen seine Feinde. Das hat man ja gesehen beim Golfkrieg. Ja. Als der Aggressor Kuwait am 2. August 1990 überfallen hat, war kein linker Heuler, kein grün lackierter Lehrer mit Schulklasse in den Straßen von Berlin und Deutschland zu sehen. Als man den Aggressor entgegentrat, 17. Januar 1991, der erste Golfkrieg unter George Bush Senior, waren die Straßen voll. Und Saddam Hussein, dieser Schlechter, ich danke den edlen Seelen. Na, das ist was Schönes, einen Dankesgruß von Saddam Hussein zu bekommen, der hunderttausende Jahre und Giftgas eingesetzt hat, über die Klinge springen lassen. Und was die wenigsten wissen, wir verdanken den Zweiten Weltkrieg der Friedensbewegung. Das wird dir kein Lehrer erzählen. Ich weiß das von einem Professor der Geschichte aus Wien, der das alles studiert hat. Die Generäle waren 38 am Sprung, den Hitler abzusetzen. Ludwig Beck, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, hatte alles vorbereitet. Und dann kam Chamberlain mit Appeasement, Frieden um jeden Preis. Und Münchner Verträge und im Oktober und Hitler hatte hoch gepokert. Und war der Triumphator und den Triumphator kann man nicht absetzen. Und dann flog Chamberlain zurück und sagte im englischen Parlament, ich habe euch den Frieden gerettet und sagte dem Churchill, das ist der erste bittere Schluck aus einer Suppe, die wir jetzt auslöffeln müssen. Und der Daladier, der französische Ministerpräsident, der wurde dann bestraft, weil er zu nachgiebig war. Weil stellt euch vor, wenn die den damals hätten stürzen können, wenn und so weiter. Aber aus der Geschichte kann man lernen, dass die Leute aus der Geschichte nichts gelernt haben. Und die holländische Friedensbewegung hat eigens abgerüstet und gesagt, Hitler wird nie ein Land, ein wehrloses überfallen. Wie steht er dann vor der Weltöffentlichkeit da? Und genau das hat er gemacht. Der hat sie in das Grab reingestoßen, dass sie sich selber geschaufelt haben. Den Weg des Friedens wissen sie nicht. Und als Hitler das Rheinland 36 besetzte, hätte laut Versailler Verträge Frankreich einmarschieren dürfen. Und es war seine dunkelste Stunde, er hatte noch nicht aufgerüstet, er musste einfach
darauf hoffen, dass die nachgeben. Und wegen der Versailler-Verträge hatten sie ein schlechtes Gewissen und haben ihn nachgegeben, haben gedacht, ja gut, aber dann wird er Ruhe geben. Und ihnen fehlte noch eigentlich der Beweis aus der Geschichte, wenn man den Aggressor nachgibt, desto frecher wird er. Der versteht nur eine Sprache, Gewalt. Hätte Chamberlain gesagt, ein Schritt weiter, Adolf, wir kommen mit der ganzen Macht des Empires, die hätten ihn sofort kassiert. Und Chamberlain am Sterbelager, sein letzter Satz soll gewesen sein, warum hat Hitler nur gelogen? Also die Geschichte wird schon interessant, wenn man merkt, sie ist nicht ein Monolog, sondern sie ist ein Dialog, aber ein Gespräch zwischen Gott und den Menschen. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die zeigt uns Gott anhand des Volkes Israels, warum Gott ein Volk erhöht. Und warum Gott ein Volk ins Gericht bringt, das ist immer Segen und Fluch. Und den Juden wurde immer Segen und Fluch vorgelegt, als Anschauungsbeispiel, schau, das geschieht, wenn du gehorchst, das geschieht, wenn du nicht gehorchst. Und das ist ja unwahrscheinlich eindrücklich, darüber morgen mehr. Da wurde wirklich, kann man sagen, die Geschichte, als einziges Buch hat die Bibel die Geschichte nicht rückblickend, sondern vorausblickend geschrieben. Und sie schildert also den Menschen schonungslos, es ist keine Furcht Gottes bei ihnen, er greift verschiedene Psalme auf und so weiter, tritt auf als göttlicher Staatsanwalt, erklärt alle Menschen vor Gott schuldig. Und wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass aller Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil kein Fleisch durch das Gesetzeswerk auf ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und erklärt die ganze Welt vor Gott schuldig und deswegen schämt er sich das Evangelium von Jesus Christus nicht, weil jeder braucht es. Und heute ja, wenn ein Hindu oder ein Buddhist oder ein Moslem seinen Glauben ernst nimmt, das ist ja Anmaßung. Und das ist ja, was weiß ich, eine Art kolonialistische Dominanzeinstellung und so weiter. Nein, da muss man sagen, ich bin genauso schuldig, aber jeder braucht das Evangelium. Und jetzt hat er aufgezeigt, warum alles hoffnungslos ist von menschlicher Seite. Das hatte mal Francis Schaeffer gesagt. Er sagte, wenn ich im Zug säße und ich komme mit meinem Gegenüber im Zugabteil ins Gespräch und ich weiß, ich habe nur eine Stunde, dann würde ich 90% der Zeit verwenden, aufzuzeigen, wie alles hoffnungslos ist. Bis der dann ruft, ja, wo ist dann der Ausweg? Gibt es eine Rettung? Und dann wird er mit dem Evangelium kommen und genau das macht hier Paulus. Jetzt hat er also wirklich allen Humanismus zertrümmert. Das ist natürlich totaler Kollisionskurs. Ihr versteht, warum man in China nicht über die Verderbtheit des Menschen sprechen kann, mit dem Humanismus. Und wir haben ja auch die Sünde immer mehr abgeschafft und reden dann von Diskriminierung und so weiter. Es wird also immer gefährlicher. Und weiß jemand, welchen Vers John MacArthur den meistgehassten Vers in der Bibel nennt? Thomas, also das schreibe ich ihm, ja, das geht ja gar nicht. Also, lieber Brother John oder Pastor John, also impossible situation, one of your fervent disciples, na, ich mache einen Witz. Also ihr habt... Ist nicht ernst zu nehmen, ja. Jetzt mache ich noch eine Auflockerung. Mein Halbbruder, weil es ist bekannt, ich habe so Schwäche für so Sprüche, so Kalauer und so weiter und habe so eine Blödelsoftware und dann rief mich mein Halbbruder aus Wien an, voller Freude, da gab es die Schüsselaffäre, das war der österreichische Außenminister und dann haben dann so Leute, die so wie der Harald Schmidt so eins drauf haben, gesagt, was an uns in Schüssel predigt, unseren Ruf in Brüssel schädigt. Und das hat ihn so begeistert, dieser Schüttelreim, dass er mich angerufen hat. Und dann kann man jetzt updaten, sagen, was an uns in Seibel predigt, die Exegese von der Bibel schädigt. Aber bitte nicht weiter sagen. Ja? Also ich habe da jetzt Witze gemacht, aber jetzt wird es wieder ernst. Dieser meistgehasste Satz der Bibel ist Johannes 7,7, wo Jesus sagt, mich aber hasst die Welt, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Johannes 7,7.
dass die Welt böse ist. Das will sie nicht hören. Und deswegen sind sie sofort hochsensibel, wenn irgendwas Kritisches zu Mohammed gesagt wird. Aber unser Herr wird verlästert in einer Weise, also nur ein Promill, man kann gar nicht sagen Bruchteil, von dem mit Moslems geben Aufstand. Da gibt es Rockbands, die sind offene Satanisten und nennen unseren Herrn Sohn des üblen Geruchs und so weiter. Stellt euch vor, da würde sagen, Mohammed Sohn des üblen Geruchs, was da los wäre. Also da wäre, also da gäbe es einen Aufstand. Die Jusos haben damals wann war ich in der Uni Frankfurt, also nicht als Student, sondern für Einsätze in den 70er Jahren, als Bestseller verteilt dieses Buch von Bertrand Russell, warum ich kein Christ bin. Stell dir vor, ich würde ein Buch verteilen, warum ich kein Moslem bin. Also dann wären wir ja intolerant zur Potenz. Und da merkt man, wie ist das? Woran liegt das? Dass man über Jesus schimpfen kann, so viel man will, und dann gilt das als Toleranz, und wehe, man erwähnt das mit Mohammed. Oder ihr kennt das ja von den Marsch fürs Leben, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Da stellt ihr vor, ich hätte ein Schild, hätte die Mutter Mohammeds abgetrieben, wärt ihr Moslems uns erspart geblieben. Ja, da kann ich doch meinen Sarg bestellen. Und das gebe eine Empörung erster Ordnung und Intoleranz und lieblos und ich weiß nicht was. Und hier, also er sieht die ganze Heuchelei, die zweierlei Maßstäbe, so ist der Mensch. Und jetzt wollen wir da nicht so groß tun, so ist auch Alexander Seibel ohne die Gnade Gottes. Ich kam mir früher gut vor, das war ja mein Problem, ich galt als Tugendbold. Mein Bruder war ein Playboy, der hat in den reichsten Familien Wiens verkehrt. Da habe ich mich nach außen empört, mit dem Herzen sehr bedauert, dass ich nicht dabei war. Also ich war mehr Tugendbold, wenig aus innerer Überzeugung, sondern Mangel an Gelegenheit. Und ich dachte, ich bin soweit in Ordnung. Deswegen hat Gott wirklich Mühe gehabt, mich zu überführen. Und hätte George Weber damals nicht so ganz deutlich die Nachfolge in den Raum gestellt, überschlagte Kosten, nicht so den schmalen Weg breit gemacht, sondern im Gegenteil, dann hätte mich Gott gar nicht erwischt. Dafür bin ich Ihnen heute noch dankbar. Gut, erst seit 14. April letzten Jahres beim Herrn. Und es hat manchmal Tränen gekostet, erkennen, Alexander, du bist auch nicht besser. Da steht nicht, da ist keiner, der gerecht ist, außer Alexander Seibel. Da ist keiner, der Gutes tut, außer Alexander. Das steht ja nicht. Das ist Blankoscheck. Darf ich mich gerne eintragen? Das ist dann der biblische Realismus. Und dann bist du auch nicht mehr überrascht, wenn man eben dann so Dinge mitbekommt wie den 7. Oktober. Es ist zwar grauenhaft, aber das ist der Mensch ohne die Gnade Gottes. Und Gott sagt, wehe ihnen, wenn ich von ihnen gewichen bin. Und das wird dann noch viel schlimmer kommen. Wenn die Bibel sagt, in jener Zeit werden die Menschen den Tod suchen, aber wird von ihnen fliehen. Ja? Und es kommt eine Trübsal, wie sie nie war. Darf man das sagen? Das steht auch in der Bibel. Ja? Von daher umso wichtiger, dass wir aufs Wort gegründet sind. Und wenn man da manche Jugendtreffen sieht, da denkt man, Christentum ist eine Spaßreligion. Und dann kommt der Lobpreis. Ich habe ja hier von Benedikt Peter das Büchlein mitgebracht, was ist Anbetung? Und da macht er eine sehr gute Bibelarbeit. Und da hat Theo Lehmann, von dem ich grüßen darf, ich war gestern bei ihm und so weiter, ich hätte nie gedacht, dass wir so dicke Freunde wären am Weg hierher, haben wir da den Abstecher nach Radebeul gemacht. Wir haben nicht das Karl-May-Museum besucht, das soll ja auch dort sein, sondern Theo Lehmann. Und also er lässt herzlich grüßen. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Bitte? Der hat gesagt, wahrscheinlich gibt es kaum eine Generation, die so wenig weiß von Anbetung und er hat ja diesen Artikel geschrieben, der war prophetisch, das Land ist still. Er sagt, wir sind ja noch auf der Insel der Seligen, das war glaube ich 2002, wo er das geschrieben hat. Ja? Da ging es uns noch gut. Aber was ist, wenn Christentum Nachfolge nicht mehr cool ist, sondern fies gefoltert wird und so weiter. Ja? Also wirklich eine prophetische Schrift. Und jetzt hat
Paulus all das aufgezeigt, nicht um den Menschen zu verdammen, sondern um ihn zu retten. Und jetzt bringt er das Evangelium. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Also das Gesetz mit den ganzen Schlachtopfern und Schuldopfern und Sündopfern. Da wird ja die Stellvertretung und besonders das Passageschehen, der Exodus, das Blut auf die Türschwellen auftragen. Also deutlicher geht es ja nicht mehr sichtbar. Ein unschuldiges Passalam und dass man das Blut aufträgt, also dass man seine Sünden bekennt. Und ihr wisst, auf die obere Schwelle, nicht auf die untere. Das Blut Jesu darf nicht mit Füßen getreten werden. Und durch die Propheten, nun, da haben wir ja diese Einmaligkeit der messianischen Prophetie, das größte Wunder der Literaturgeschichte. Man steht bei Jesaja 53, steht man praktisch unter dem Kreuz. Und dass seine Füße durchbohrt wurden, wissen wir nicht aus den Evangelien, sondern das steht in Psalm 22, Vers 17. Zu einer Zeit, wo man die Kreuzigung noch gar nicht kannte. Die kam erst, die haben die Römer von den Karthagern übernommen. Und falls wir da im Unterricht aufgepasst haben, der letzte Punische Krieg war so 156 vor Christus ungefähr. Und all diese Einzelheiten und alles Hinweis auf unseren Erlöser, und ihr wisst das ja, wenn man einen Juden Jesaja, kennt ihr das, 53 zum Lesen gibt und fragt, von wem redet da der Autor, der Prophet? Da sagen die, ja, das ist euer Jesus von Nazareth. Und da haben einige dann so einen Kulturschock gehabt, dass sie dadurch gläubig wurden, als sie feststellten, nee, das ist unser Prophet Jesaja. Und in der Synagoge, man nennt ja Jesaja 53, das schlechte Gewissen Israels, wird Kapitel 52 gelesen, Kapitel 54. Aber nicht 53. Und der Menno Kalischer, das ist ein messianischer Jude, der hat eine große Gemeinde in Jerusalem, der hat erzählt, weil dann da nach dieser Wende und allem sehr viele Russen kamen aus der Sowjetunion, die da kollabierte nach Israel, und dann mussten die Ivrit die Sprache lernen, und dann haben ihm zwei so Einwanderer aus der Sowjetunion oder aus Russland gefragt, was steht Jesaja 53? Ja, wieso, fragt er? Ja, weil der Rabbiner, der uns unterrichtet hat, hat gesagt, wir sollen dieses Kapitel nicht lesen. Aber damit hat er natürlich denen eine Steilvorlage gegeben. Und dann erzählt er, wie man einer französischen Jüdin, es wandern jetzt immer mehr Juden aus Frankreich aus, der Staat gibt zu, wir können euch nicht mehr schützen von dieser ganzen Entwicklung, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. 1970 hatte Deutschland 3 Moscheen, jetzt haben wir 90.000. Also dieser ganze Niedergang. Man hat einer französischen Jüdin das vorgelesen und die brach in Tränen aus und sagte, das ist ja genau das, was wir mit dem Messias gemacht haben, hat sich sofort bekehrt. Also das geschieht auch. Und mein Gebet ist, wenn ich denke, also das Schlimmste, was wirklich einer jüdischen Frau passieren kann, ist, in die Hände der Hamas zu geraten. Und ab und zu leider viel zu sein, denke ich, Herr, wenn sie schon hier im Sichtbaren alles verlieren, dass sie wenigstens die Ewigkeit, dass sie dich noch erfassen und gerettet werden. Und es gibt jetzt auch immer mehr messianische Juden im israelischen Militär. Und das war ja ein Bericht in Idea, wie eine Frau zu diesem Jugendfestival, diesem Novafest gehen wollte. Und sie war, wenn ich mich richtig entsinne, Köchin, musste noch was erledigen, blieb in Jerusalem zurück. Und ihre Freundin war schon dort beim Gazastreifen bei diesem Novafest, wo sie da wirklich ekstatisch getanzt haben, denken, das ist alles nur Einbildung, wir sind ja alle gut. Und in Riem, in der Nähe dort, und dann rief die an mit Smartphone, mit Video und schrie, sie schießen auf uns, sie töten auf uns. Und dann fiel das Smartphone auf den Boden. Also kann man in Idea nachlesen. Und dann sagte die in Jerusalem zurückgeblieben war, ich hätte nicht hinschauen sollen. Aber sie klebte daran
und kann seitdem nicht mehr schlafen. Die braucht zig Tabletten, um überhaupt noch einschlafen zu können. Und sie sagte nur, um es einfach und kurz zu sagen, sie haben ihnen alles abgeschnitten, was man abschneiden kann. Also das ist die Hölle. Und dass sie da wenigstens noch, wenn sie im Sichtbaren alles verlieren, die Ewigkeit fassen, man sollte öfters daran denken. Und gerade auch im Psalm 102 steht es, dass die den Gefängnis macht, naja, möge ihre gedenken. Ich habe den gerade heute gelesen. Also jetzt kommt die frohe Botschaft ohne Zutun des Gesetzes, also nicht die eigenen Werke, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede von solcher Gerechtigkeit vor Gott, Vers 22, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die da glauben. Jetzt kommt die Antwort, jetzt kommt der Erlöser, der Einzige, die einzige Hoffnung, der Herr der Herrlichkeit. Es ist hier kein Unterschied. Also vom Standpunkt der Verlorenheit ist kein Unterschied. Aber es gibt dann schon Abstufungen in der Verdammnis. Schon ein Unterschied zwischen so einem Hamas-Quäler und meinetwegen einem, der da in Selbstgerechtigkeit nach außen hin religiös und treu dahin lebt. Der Herr sagt, wer seines Herrn Willen weiß und tut ihn nicht, wird viele Streiche leisten. Wer seines Herrn nicht weiß und tut, was der Streiche wert ist, wird weniger Streiche leiden. Jesus sagt zu Pilatus, der dich mir beantwortet hat, hat größere Schuld. Oder die Tempelbergrede, die Strafpredigt, dir das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, wird desto schwere Verdammnis erfahren. Also es gibt schon eine Abstufung. Es gibt weder einen Kommunismus im Himmel noch einen Kommunismus auf Erden. Es wird sich des Himmels nicht jeder gleich erfreuen. Paulus hat eine Krone. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Die Belohnung, das müssen wir jemand anderen überlassen. Ja? Leiden wir, so werden wir herrschen. Und sagt einmal, wie in dem Chefbuch, uns fehlt die Verfolgung. Und Paulus, das kann man leicht zitieren. Hier ist ein absolut leidenschaftlicher Typ. Wenn ich wohin kam, wo es kein WC gab, da hatte ich sowieso schon eine Glaubenskrise. Paulus sagt in Philippa 1, 29, euch ist Gnade gegeben, nicht allein an Jesus zu glauben, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Das kann man leicht zitieren. Und es ist tatsächlich so, so schlimm es war, wenn es da war, alle, die da durchgegangen sind, haben nachher gesagt, ich bereue es nicht, dass ich das erlebt habe, weil es hat sie vertieft. Es hat sie gestärkt. Und sie merken, sie haben vielleicht im Sichtbaren verloren, aber für die Ewigkeit gewonnen. Also kein Unterschied, sie sind alle Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Hier wiederum die größte Gleichstellung, Gleichmacherei, im positiven Sinne alle Menschen gleich. Und werden, jetzt kommt es, ohne Verdienst gerecht, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt in seinem Blut als Sühnopfer. Jetzt bringt er den Begriff aus der Stiftshütte, den Sühnedenkel, das Hilasterion, damit Gott erweise seine Gerechtigkeit, denn er hat die Sünden vergangener Zeiten getragen mit göttlicher Geduld, um nun zu diesen Zeiten, als eben der Herr, der Messias kam, diese letzten Tage, wie sie auch genannt werden, das Auftreten des Messias, beginnt die Endzeit, seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der ist des Glaubens an Jesus. Das Kreuz entthront den Menschen total. Das ist das Ärgernis, du bist schuldig. Und deswegen ist es oft ermutigend, bereichernd, in Gefängnisse zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Denn wenn die hören, du bist schuldig und ein anderer deine Schuld bezahlt, dann spitzen die Ohren. Ihr wisst warum, weil sie selber im Gefängnis sind. Und andere, die starken Bedürfen des Arztes, nicht sag so ein Karrieremenschen und so weiter, du bist vor Gott schuldig. Da muss dann schon viel geschehen,
bis die dann doch auch kapitulieren. Und Gott kann manchmal in seiner Gnade dann auch wirklich manches zulassen. Wie es heißt zum Beispiel im Psalm 78, wenn er den Tod unter sie sandte, da gedachten sie an Gott und gedachten an, dass Gott der Herr ihr Erlöser ist und ihr Hort. Wenn Trübsal ist, werden sie dich suchen, sagt der Prophet Hosea. Und da gibt es ja von so diesem gläubigen Mann da dieses Gedicht, diesen Brenzig: Ein Christ, solange es gut ihm geht, denkt selten ans Gebet. Lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, das ihm gegeben, und schiebt selbst noch den schuld'gen Dank, wie's fromm sein, auf die lange Bank. Doch wenn das Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Mein Gott, wenn es dich geben sollte, schon längst ich zu dir kommen wollte, wie kannst du solches an mir tun, so komm herbei und hilf mir nun, und so weiter. Ja? Also da hat er sehr gut unsere Herzenskonstellation aufgezeigt. Und schaut, jetzt schließt man damit ab und dann kommt ja die ersehnte Pause. Hoffentlich gibt es wieder Kaffee, oder? Müsst ihr rausschneiden jetzt aus der Aufnahme. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch der Werkegesetz? Nicht also, sondern durch das Glaubensgesetz. Das war natürlich für die Juden, und sie sind erwählt und sind beschnitten, und so wie der Pharisäer: Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner und so weiter. Das war eine Ohrfeige, das Ärgernis. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Ja, freilich auch der Heidengott, denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie heben wir denn das Gesetz auf? Durch den Glauben, das er fern ist, sondern wir richten das Gesetz auf. Und das wird von Nomisten, die Leute sagen, das Gesetz Mose gilt heute noch, gerne zitiert. Aber hier steht jemand, der sagt, nein, das Gesetz des Mose ist vorbei. Und wie jemand mal gesagt hat, das heißt jetzt nicht, dass wir das Gesetz halten müssen, sondern Paulus hat das Gesetz auf seine wahre Höhe gesetzt, weil die Pharisäer haben die Maßstäbe Gottes sowie eine Latte zum Überspringen auf so eine Höhe gesetzt, dass man praktisch in eigener Kraft drüber springen konnte. Und jetzt setzt das Gesetz wieder auf seine ursprüngliche Höhe und dann merkt jeder, ich schaff's nicht. Das bewirkt das Gesetz, da kommt Erkenntnis der Sünde. Und das Letzte mit diesem Hilasterion, dem Sühnedeckel, den Gott hingestellt hat für den Glauben in seinem Blut. Wir schlagen auf den großen Versöhnungstag, 3. Mose 16, Yom Kippur. Warte mal, jetzt ist es. Und ihr wisst, das war der einzige Tag, wo der Hohepriester hinter den zweiten Vorhang in die Gegenwart Gottes kommen durfte. Und mit dem Blut von Böcken und Kälbern ging er zu dem Gnadenthron. Und da musste man ja die beiden Böcke hinstellen, den Bock für Gott und den Asaseel. Und dann lesen wir in Vers 14, der Hohepriester soll etwas von dem Blut des Stieres nehmen und es mit seinem Finger gegen den Gnadenthron sprengen. Vor den Gnadenthron aber soll er 7-mal mit seinem Finger von dem Blut springen. Jetzt stell dir vor, wir hätten da so eine Kamera, die würde da im Allerheiligtum aufnehmen. Vor dem Gnadenthron sprengt er 7-mal das Blut. Und dann, danach soll er den Bock, das Sündopfer des Volkes, schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und etwas davon sprengen gegen den Gnadenthron, vor den Gnadenthron. Also einmal heißt es hier gegen den Gnadenthron und dann heißt es vor den Gnadenthron. Moment, diese Stelle. Entzünen, Stiftshütte. Nein, geht es ihn zu schaffen, bis hinauskommt. Und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron. Vers 15, da steht es. Also jetzt stellt euch vor, er sprengt gegen den Gnadenthron Blut. So, das wäre so, und vor den Gnadenthron. Was hat er da hinten? Ein rotes Kreuz. Also all das im Gesetz. Und schaut hier, danach soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen, auf diesen Bock, und
Das ist dieser Azazel, den man dann in die Wüste schickte. Das war also der Bock für Azazel und der andere Bock für Gott. Und dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen oder ihm bekennen alle Missetat der Kinder Israel und alle Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und sollte den Bock auf den Kopf legen und durch einen Mann, der bereit ist, in die Wüste bringen lassen. Beide Hände heißt also nicht so am Rande anrühren, sondern intensiv. Du machst dich ganz bewusst ein. Das ist sozusagen jetzt geistlich das Kreuz erfassen. Alle Schuld. Und er wurde dann in die Wüste geschickt und der andere Bock in Vers 10, das war der Bock für Gott, den hat man geschlachtet und wir haben diese beiden Böcke, weil das Opfer Jesu ist ja, da hat Benedikt Peters mal sehr gut darüber gepredigt, ist ja so umfangreich, dass dann verschiedene Facetten gebracht werden. Und damit schließe ich aber jetzt ab, 2. Korinther 5, das berühmte Kapitel, Vers 19, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber und rechnete ihnen die Sünden nicht zu und hat unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. Das ist der Bock für Gott. Gott versöhnte in Christus, das ist die göttliche Seite, die Welt mit sich selber. So sind wir nun Botschaft an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist also Stellvertretung in höchster Form. Und das ist die sichtbare Seite. Für die sichtbare Welt hinkt da ein Verbrecher. Kreuz war Hinrichtung für die Verachtetsten. Das ist der Azazel. Er hat den, der für keine Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wurde alle Schuld auf ihn gelegt. Und hier, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber, die göttliche Seite. Das haben wir hier im Neuen Bund. Und hier also dann dieses einmalige Geschenk der Vergebung. Es steht ja hier, es ist vollbracht. Wie heißt das auf Griechisch? Tetelestai. Und wenn man zur Zeit der römischen Cäsarin im Gefängnis saß, damals war die Buchführung einfacher, da hat man den Schuldbrief, den Paulus in Kolosser 2, Vers 14 aufgreift. Getilgt hat er den Schuldbrief, der durch die Satzungen wider uns war und hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Und so hat man zur Zeit der römischen Cäsaren, wenn man im Gefängnis war, war an der Tür angeheftet der Schuldbrief, warum die Insassen wegen dieser oder jener Sache vor Cäsar schuldig waren. Und wenn man die Schuld abgesessen und bezahlt hat, hat man das durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai, Johannes 19,30, es ist bezahlt, alles getilgt. Und das ist das Wichtigste, das muss unsere Botschaft sein, liebe Seele, weißt du, dass dein Schuldbrief ist zerrissen. Das ist das größte Geschenk, das ist die Perle des Evangeliums. Bis zum Sterben kann ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. So, jetzt entschuldigt und noch guten Appetit.